Ich bin ja seit jetzt über 22 Jahren trockener Alkoholiker. Ich war 16 Jahre Profi, 14 Jahre medikamentenabhängig, 4 Jahre spielsüchtig. Hab mich dann da rausgeholt und bin jetzt unterwegs in ganz Deutschland. Suchtprävention seit 10 Jahren. Ich bin auf der Straße. Ich habe sogar am Experiment teilgenommen und war in Frankfurt am Main und habe da bei minus 16 Grad 2,5 Tage Nächte verbracht und habe mir das Ganze angeschaut. Es war absoluter Wahnsinn, weil ich selbst weiß, was auf der Straße passiert. Wir leben in einem suchtkranken Land. Und das ist das, was ich sehe, weil ich jeden Tag auf der Straße bin. Vor 10 Jahren bin ich ausgelacht worden, weil ich gesagt habe, wir müssen Prävention, wir müssen in Schulen, wir müssen mit den Kindern reden, wir müssen mit den Erwachsenen reden. Wir Erwachsene sind die Vorbilder für unsere Kinder. Und wenn sie das sehen, was da draußen abgeht, das hat nicht mehr viel mit Vorbild zu tun. Menschen, die mehr belastet sind, die jeden Tag Druck, Hektik und Stress haben, driften ab in die Sucht.